Schönen guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt mittlerweile in Dolomiten. Wir waren gestern noch in der Toskana. Da sind wir für 3 Tage gewesen, weil hier in den Bergen doch ein bisschen schlechteres Wetter war. Da sind wir also mal runtergefahren. Gestern dann wieder hoch. Und ja, heute hatten wir ein wunderschönes Hotel. Wir bleiben auch noch eine Nacht. Das heißt, wir haben jetzt heute den ganzen Tag, um ein bisschen rumzufahren. Und der E8 hat geladen. Ich habe ja kein Kabel dabei, aber... Hier ist ein Kabel dabei, es ist die Tesla Wallbox, die hier tatsächlich ist. Die beiden sind wahrscheinlich nur für Tesla. Da ist aber noch ein dritter für Electric Vehicle Charging, wo ich dann auch laden konnte. Ich bin gestern hier leer angekommen, jetzt ist er voll. Und ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass da noch ein anderes Auto dann auch dabei sein wird auf der Tour. Auch mit einer 8 im Namen. Das ist der R8. Der ist natürlich ein bisschen lauter als der E8. Wenn ich jetzt hier gleich rausfahre aus der Tiefgarage, dann gibt er gar keinen Mucks von sich. Der klingt natürlich da doch deutlich geiler. Aber wir stopfen jetzt hier mal ab. Raus. Ich mache hier einmal an. Das klingt dann so. Ist ein kleiner Unterschied. Super viel Spaß gemacht. Ja. Mega gut. Du hast ein gutes Safety Car. Nee, war ja gut. Paso Giao sind wir jetzt hier oben. Waren wir vor 2 Jahren schon. Hier ist der Aventador damals liegen geblieben. Bis gestern den E8 auch schon gefahren. Was sagst du? Macht auf jeden Fall super viel Spaß. Viel drüber gelesen, viel drüber gehört. Und ich finde, man muss sich immer seine eigene Meinung bilden. Fährt echt gut. Aber in den Kurven. Ja. Fehlt halt manchmal so ein bisschen der Grip. Und auch aus den Kurven rauskommen. Ja. Also allgemein, gerade kann der ganz gut ziehen und es geht schon, aber gefühlt ist die feine Abstimmung zwischen Elektro-Verbrenner noch nicht da. Und wenn du raus bist, dann ruckelt das auch einmal so. Und ich meine, klar, wenn ich dann gerade habe, dann, ich meine, du schaltest wahrscheinlich immer ein bisschen eher, oder? Ja, du ziehst klar. Nicht ganz durch, ja. Klar. Also ich komme da dem R8 leider nicht davon. Nee, aber macht trotzdem mega Spaß. Und Cabrio, ne? Cabrio ist eben das Nonplusultra. Das so ist es. Mega schön. Aber der Sound, ich meine, du hast jetzt zweimal wieder einen Tunnelgas gegeben und man hört den ja auch dann vorne wieder. Also wenn wir vor euch fahren, hört man trotzdem den R. Das ist schon natürlich einfach ein anderer Schnack. Das ist einfach lauter. Ich habe beim i8 nicht mal die Möglichkeit, irgendwie in Leerlauf zu gehen und den Motor aufholen zu lassen. Wenn ich das mache, dann passiert gar nichts. Also von daher. Ja. Aber gut, ich meine, ich bin irgendwie echt zufrieden. So. Ich finde das mit Elektroboost lustig, wenn der dann kommt, dann zieht er ordentlich. Das auf jeden Fall, ja. Aber es ist halt ein kleiner Motor. Verbrauch ist dann wieder was anderes. Wir sind vorgestern. Zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen. Da hatte ich auch auf jeden Fall gefilmt, als wir da an der Tanke waren. Lassenkleber. Sieht, ja. Nicht gut aus, lieber lassen. Hey. Da kommt man nicht weg vom Auto. So, also wir sind jetzt. Also wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? Lass mal kurz gucken. Ich kann es auch nur so grob sagen, weil ich heute Morgen nicht zurückgesetzt habe. So 300 Kilometer sind wir gefahren. Und ich habe jetzt 20 Liter getankt. Das war schön aufgerundet. Vorhin hatte ich aber schon 17 Liter getankt, da hat mir auch kurz gehalten und ich habe einfach getankt. Julian hat aber nicht getankt, der R8. Und er ist jetzt bei 56 Liter, die er hier aufgefüllt hat. Das heißt, er hat gut 20 Liter mehr verbraucht auf derselben Strecke und wir sind auch
relativ gleich schnell gefahren. War auch Autobahn dabei. Ja, ich meine, hier haben wir halt einen relativ kleinen Motor. Ich bin auch eben ein ganz schönes Stück jetzt nur elektrisch gefahren, durch Florenz und so. Und bergab häufig auch rein elektrisch. Der V10 schluckt natürlich viel. Ist jetzt natürlich nicht unerwartet. Es geht auch sparsamer mit dem Schätzchen hier. Und klar, wenn der R8 Gas gibt, dann kommen wir nicht hinterher, aber naja. Wenn wir uns dann den Kofferraum angucken, tatsächlich hat der R8 mehr. Also da sind jetzt noch Drohne drin, Kamera-Equipment. Hier vorne ist aber mehr Platz. Hinterm Sitz ist noch ein bisschen. Beim i8 ist ja der Kofferraum hier hinten. Ist halt auch schade, dass man den Motor halt gar nicht sieht. Das ist der Kofferraum. Es ist vor allen Dingen schwierig hier mit den Öffnungen. Da kann man nicht so viel reinlegen. Aber naja, dafür haben wir halt noch hinter den Sitzen ein bisschen mehr. Und klar, als Coupé würde der ja auch noch eine Rückbank haben, letztendlich, dass man noch hinten sitzen kann. Beim R8 sieht man natürlich geil den Motor hier unter der Scheibe. Ohne Frage, ich meine, dafür ist der i8 ja auch nochmal deutlich günstiger, kleinerer Motor. Aber so ein bisschen zukunftsträchtige Technologie mit dem Hybridantrieb insgesamt, aber einfach noch nicht richtig ausgereift. Also beides müsste mehr Leistung haben und die Abstimmung müsste besser sein. Es fällt mir jetzt auch wieder auf. Es ruckelt halt schon relativ häufig, wenn man Gas gibt. Auch wenn der Elektromotor vorne halt ein bisschen durchdreht, dann lässt er irgendwie für eine halbe Sekunde komplett nach und dann passiert gar nichts erstmal. Und dann steht man da erstmal. Naja, gut. Wir sind jetzt hier oben, Passo di Giau. Es sieht einfach wunderschön aus. Ne? You like it? I like it. I like this place, weil die Straßen breit genug sind. Ja. Aber es ist 50 hier das ganze Stück. Und auch ein Blitzer. Ja. Aber sonst ist der einfach wunderschön und dann einfach diese Monster-Aussicht hier oben. Das ist insane. Und die Kühe, ja. Oder Pia, wie gefällt's dir? Sehr schön. Ja, aber mit der Kamera können wir keinen. Da müssen wir jemanden. Nee, ich mach erst so eins von den zwei, genau. Dann hältst du die Kamera. Ja, jetzt müssen wir Fotos machen. Bei mir wird Getriebestörung angezeigt. Ah, ungünstig. Also, ja, ungünstig. Deswegen, ich fahre gerade mal ein bisschen Piano. Ja. Ja, okay. Dann machen wir auch Piano. Piano, Piano. Oh, okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, vor 2 Jahren hat sie ja irgendwie den Aventador auf der Tour weggehauen. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwas mit dem R8 ist. Das wäre natürlich super ungünstig. Verdammt. Ein Vorteil, den der i8 noch hat. Achso, jetzt habe ich gerade ausgemacht. Man hört es nicht. Das ist aber auch so eine Sache, wenn ich fahre, ich schalte immer runter, aber ich bin noch gar nicht in der Drehzahl, dass ich runterschalten könnte. Man hört das einfach nicht. Also das fehlt mir halt wirklich, dass man einfach vom Motorgeräusch hören kann, wann man schalten kann. Aber den Vorteil, den der i8 hat, wir haben hier eine 360-Grad-Kamera. Ja, das sind halt so kleine Gimmicks. Die hat der i8, aber ohne Frage, der R8 ist der wirkliche Sportwagen. Ich muss immer aufpassen, dass ich i8 und R8 richtig sage. Aber ja. i8 ist halt, denke ich mal, der bessere Daily Driver. Hab jetzt übrigens Hälfte des Stromes verbraucht, aber wir fahren jetzt trotzdem elektrisch los. Er rekuperiert natürlich ständig, lädt immer wieder auf. Was sagt er? Zeigt noch an. Wir rollen jetzt erstmal hier ein bisschen runter. Ist halt schon ein geiles Gefühl hier offen. Nur so ein paar Kuhglocken und dann alles voll elektrisch. Das mag ich. Aber ich brauche mir jetzt nicht schönreden, dass das hier ein richtig schnelles Sportauto ist. Wobei es, glaube ich, von vielen unterschätzt wird. Das hat Julian auch gesagt. Er hätte gedacht, dass er langsamer ist. Aber wenn dann der E-Boost kommt, dann zieht er schon ordentlich. Und dann fühlt es sich so ein bisschen an wie ein alter Turbo. Weil der halt nicht immer sofort ansetzt, sondern erst dann, wenn du halt das Lenkrad gerade hast, erst dann setzt du richtig der E-Boost ein. Und dann zieht er halt, weil er halt auch das Drehmoment sofort hat. Wenn du ein bisschen eingeschlagen hast, wird er sofort rutschen. Oh, da kommt irgendwas hoch. Da kommt... Nee, irgendwas Lautes. Oder wahrscheinlich Motorrad. Nee, der Bus ist, das klang sehr hoch. Ja. Ein Ferrari heute nur gesehen, verdammt. Ja, wir haben die Autos jetzt mal hier hingestellt. Das ist, wie hieß der Pass jetzt so, weil ich vergesse mal den Namen. Walde etwas. Walde irgendwas. Genau, aber der ist ganz schön, weil das geht dann hier die Straße runter. Julian fliegt gerade mit der Drohne. Da, so sieht's aus. Irgendwo da oben ist er gerade. Sehe es gerade nicht. Ja, und wir haben mal ein, zwei Fotos gemacht. Der Wagen, der E8, geht wieder alles okay. Der war wahrscheinlich ein bisschen überhitzt, das Getriebe. Und hat dann gesagt, okay, bitte vorsichtig. Und dann nach ein bisschen Fahren, nach ein bisschen Kühlung, war dann noch alles okay. Weil eben auf dem Passo di Giau, hatten wir die Motoren einfach mal schnell ausgemacht. Und dann hätte der wahrscheinlich noch ein bisschen nachlüften müssen. Da ist natürlich auch das Doppelkupplungsgetriebe drin, was ich im i8 nicht habe.
das trägt natürlich auch dazu bei, dass es alles so ein bisschen ruppelig ist. Und ich fahre eigentlich schon mit dem, mit ESP, ja, nee, ESP ist ja noch an, aber Traktion im Sportmodus, damit man ein bisschen eher Gas geben kann. Und dann drehen die vielleicht ein bisschen durch, aber man hat mehr Kontrolle, weil sonst ist er wirklich überempfindlich und gibt einem eigentlich gar nicht wirklich Gas, der i8. Erst wenn halt alles irgendwie gerade ist. Und so geht das eigentlich halbwegs gut. Hat dir gebracht, dass du das Auto gestern noch gewaschen hast? Ja, ich weiß. Sie also sind danach gleich eine Baustelle. Wir waren nicht in der Waschanlage und irgendwie ist es sauberer, ja. Oder? Ja, 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 schon, total sauberer. Und sieht ein bisschen schlimmer aus tatsächlich. So, wieder da, wo wir morgen gestartet sind, zurück im Hotel. Der i8 kühlt gerade noch ein bisschen. Das ist auch das erste Mal, dass ich das höre. Die Klappen hier vorne sind offen. Normalerweise sind die geschlossen. Dann ist er ein bisschen windschnittiger und verbraucht natürlich dann weniger, wenn da einfach die Luft außen rum geht und nicht direkt durch den Wagen. Aber ja, hier vorne ist halt auch die Kühleinheit, wahrscheinlich auch für den Verbrenner hinten, weswegen er halt keinen Kofferraum vorne hat, was mir halt immer noch ein Rätsel ist. Weil andere Elektroautos schaffen das halt normalerweise auch. Und die Schnauze bei dem ist halt auch extrem lang. Also wenn man den R8 und den i8 nebeneinander hat, dann ist der i8 nochmal deutlich länger. Es ist jetzt unser letzter Tag so richtig gewesen. Morgen geht's auf die Heimreise. Yeah. Ja, richtig. Ich würde gerne nochmal was Entspanntes machen, mal wandern oder sowas. Tatsächlich und nicht die ganze Zeit nur Auto fahren. Ich würde gerne was Entspanntes machen am Pool liegen. Ja, das machen wir gleich noch. Es ist jetzt irgendwie 15 Uhr. Wir gehen jetzt gleich noch am Pool und entspannen. Und morgen ist Sonntag, da werden wir wahrscheinlich den ganzen Tag Auto fahren und von den Dolomiten ganz bis nach Hamburg fahren. Das wird noch ein bisschen spannend. Wagen lädt jetzt, das heißt morgen werden wir mit 50 Kilometer erstmal elektrisch hier wegfahren. Ja, und dann müssen wir nochmal tanken. Wir haben jetzt einen halben Tankverbrauch, 20 Liter heute. Gut, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hatten einen genialen Urlaub. Wirklich, es hat sehr viel Spaß gebracht. Wir sind immer so ein bisschen der Sonne entgegen. Und jetzt, dass wir nochmal Dolomiten waren, war echt super. Weil es ist einfach unfassbar schön hier, muss man einfach so sagen. Es geht jetzt wieder zurück. Geht sonst mit den Elektroautos natürlich hier weiter. Am Montagabend kriege ich dann einen Tesla auch wieder und dann werden wir Anfang August bzw. Ende Juli, es geht Licht aus, werden wir auch einen Tesla Roadtrip machen. Dann können wir die Dinger hier nutzen. Ja, das wird mega spannend, weil wir da auch weiter also, weg sind. Also wir wissen ja nicht, ob gut spannend oder schlecht spannend. Ja, das wird ein bisschen heikel, weil wir nicht keine Supercharger mehr haben werden, weil wir so ziemlich weit schon fahren werden. Aber dann werden wir diese Dinger nutzen können. Dann müssen wir uns noch die Hotels suchen. Ein, zwei werden wir auf dem Hinweg sicherlich brauchen. Und dann ist cool. Haben wir zwei Kriterien. Hund und Lademöglichkeit. Ja, das stimmt. Denn da spart er natürlich schon Zeit, wenn man über Nacht einfach laden kann. Ich muss auch sagen, in keinem Hotel, wo wir jetzt waren, gab es keine Ladesäule. Ja. Also in jedem Hotel, wo wir waren, gab es eine Ladesäule. Wie Oliver in dem einen Podcast auch gesagt hat, das wird halt einfach in Zukunft gar keine Frage mehr sein, ob sie Lademöglichkeiten haben, so einfach wo die sind. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.